Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister Dobrindt ist verliebt. Ja, in das Wort Tsunami, in das Wort Daten-Tsunami. Wo immer er über Breitbandausbau redet, spricht er davon, dass wir, auch heute übrigens, dass wir vor einem Daten-Tsunami stehen. Nun gibt es tatsächlich immer größere Datenaufkommen im Netz, zum Beispiel Industrie 4.0, E-Mobility, Teleoffice-Plätze zu Hause. Das wissen wir alles. Nur ist das nicht, wie das Wort Tsunami vermuten lässt, eine Naturkatastrophe, vor der man Angst haben muss und sich schützen muss, sondern es ist eine Chance, die wir packen und ergreifen müssen, meine Damen und Herren. Ansonsten mag der Minister gerne zwei große Begriffe. Da werden Treffen wie zwei Treffen mit der Industrie schnell zu einer Netzallianz und ein vager Vorhabenplan zu einem Kursbuch. Netzallianz und Kursbuch, das klingt nach Abenteuer und Ritter der Breitbandrunde, aber große Begriffe verlegen keine Leitungen. Um Deutschland flächendeckend mit 50 Mbit anzuschließen, brauchen Sie 20 Milliarden Euro. Und die Unternehmen wollen 8 Milliarden im nächsten Jahr investieren. Dafür gebührt Ihnen auch Dank. Dafür haben Sie allerdings die Netzneutralität verschachert, Herr Minister. Die Unternehmen sagen aber auch, dass Sie nur 80% des Landes anschließen können. Der Rest ist für Sie nicht wirtschaftlich. Für ein Fünftel der Bevölkerung sieht es also schlecht aus. Und der Ausbau in ländlichen Regionen wird teuer, da machen wir uns nichts vor. So teuer, dass das Engagement der Bundesregierung hier nur einen Tropfen auf den heißen Stein bedeutet. Es fehlt an Fördergeldern. Und im aktuellen Haushaltsentwurf stellen Sie auch nichts ein. Stattdessen versteifen Sie sich auf die Frequenzversteigerung. Wissen Sie, warum das unseriös ist? Sie gaukeln der Öffentlichkeit vor, das sei das Allheilmittel, und damit würde der Breitbandausbau vorankommen. Aber erstens kann keiner genau sagen, wie viel Geld die Versteigerung bringen wird. 4 Milliarden Euro maximal, eher weniger. Die letzte Versteigerung brachte knapp so viel, und schon das war deutlich weniger als erhofft. Jetzt sind es nur noch 3 Interessenten, 3 Anbieter, und die Frequenzen der letzten Versteigerung werden bis heute noch nicht alle genutzt. Es ist also äußerst fraglich, ob die geplante Frequenzversteigerung wirklich so viel einbringt. Zweitens müssen Sie sich den Erlös mit den Ländern teilen. Und drittens müssen Sie die Nutzer von Funkanlagen, Mikrofonanlagen entschädigen, und das wird teurer, als Sie zugeben. Da bleibt gar nicht mehr so viel unterm Strich übrig, und deshalb sage ich, wenn Sie nicht zusätzliche Gelder bereitstellen, bleibt Ihr stetes Bemühen für flächendeckendes Breitband ziemlich erfolglos. Und außerdem wird die Frequenzumstellung für die Verbraucher teuer. Um die Frequenzen für Breitband nutzen zu können, muss von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt werden. Das ist schon lange geplant. Das ist auch gut, Herr Dörrmann. Ich sehe, Sie melden sich. Und das ist auch richtig. Wollen Sie, wollen Sie sich noch melden? Ja, ich lasse gerne eine Frage zu. Der Kollege Dörrmann sich meldet und dass die Kollegin Rösner diese Frage auch schon zugelassen hat. Dann möchte ich Ihnen folgen. Herr Präsident, vielen Dank, Kollegin Tabea Rössner. Wir haben diese Debatte ja auch in der letzten Woche schon geführt, und deshalb weiß ich da Ihre Thesen, die darauf hinauslaufen, dass Sie den Leuten suggerieren, die Große Koalition ist jetzt schuld, dass ihr eure Fernseher wegschmeißen könnt. Und das wird so richtig teuer für euch. Das haben Sie gerade schon wieder angedeutet. Ist Ihnen eigentlich bewusst, warum wir die Aktion DVB-T 2 machen? Nämlich deshalb, weil es ein Wunsch der Rundfunkanstalten ist, auf einen modernen Standard zu kommen, weil die bisherige terrestrische Verbreitung mit DVB-T nicht zukunftsfähig ist, weil man dort nicht die HD-Qualität erreichen kann, die mittlerweile auf anderen Übertragungswegen möglich ist, und weil ja das Ziel ist, einen billigen Übertragungsweg für die Nutzerinnen und Nutzer aufrechtzuerhalten mit DVB-T, sagen sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die Privaten, lasst uns diesen Weg gehen, wir gehen den neuen Schritt auf die neue Technologie. Und der Gag ist sogar,
Es wird am Ende für alle Beteiligten billiger, weil nämlich dort Effizienzen gehoben werden. Und natürlich muss einmal umgestellt werden. Und jetzt sagen die Berechnungen beispielsweise intern bei den Öffentlich-Rechtlichen, das wird dann die Nutzerinnen und Nutzer 50 Euro kosten. Einmalig, weil dann ein Zusatzgerät angeschafft werden muss. Sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass wir diese Rundfunkanstalten gerade unter dem Gesichtspunkt einer kostengünstigen Versorgung, einer modernen Versorgung der Nutzerinnen und Nutzer unterstützen sollten? Oder kritisieren Sie das Ziel des Koalitionsvertrages? Dann müssten Sie das aber auch bitte schön denjenigen Nutzerinnen und Nutzern sagen, die eigentlich darauf hoffen, dass wir diesen Verbreitungsweg offen halten wollen. Lieber Kollege Dörrmann, hätten Sie einen Moment Zeit gehabt, dann hätten Sie meine Ausführung auch noch gehört. Die kann ich jetzt aber gerne äußern. Ich habe ja schon gesagt, das ist richtig. Diese Umstellung ist richtig und sie ist auch gut. Und natürlich wollen die Sendeanstalten diese Umstellung. Und DVB-T2 ist technisch, ja, das habe ich nie in Frage gestellt. Es ist technisch fortschrittlicher, es ist günstiger, da haben Sie völlig recht. Aber selbst die Rundfunkanstalten sagen, sie brauchen eine längere Übergangsfrist für diese Umstellung. Die Umstellung kostet sowohl die Rundfunkanstalten Geld, aber es kostet eben auch die Verbraucher Geld. Es kostet Geld für die Mikrofonanlagenbetreiber und so weiter. Das ist eine Umstellung, die eben nicht mal eben in einem Jahr zu machen ist oder in zwei. Und deshalb ist die Übergangsfrist, die auch die Rundfunkanstalten einfordern, eine wesentlich längere. Und ich denke, wir sollten diese Übergangsfrist auch gewährleisten, damit eben nicht viel Elektroschrott entsteht, damit eben nicht jemand, der jetzt einen Fernseher kauft, der DVB-T-fähig ist, beispielsweise den in zwei Jahren auf den Müll schmeißen kann, sondern dann gleich richtige Geräte kaufen kann. Und die sind erst in zwei Jahren richtig marktfähig und damit auch günstig. Denn erst die Marktfähigkeit macht die Instrumente, die Geräte günstig. Von daher wissen Sie genau, wir sind für die Umstellung, aber wir wollen eine längere Übergangsfrist. Genau. Wir haben immer gesagt, diese Umstellung muss verbraucherfreundlich sein. Insofern ist es wichtig, dass wir diese Übergangsfrist haben. Und das geht eben nicht mal eben so übers Knie gebrochen. Und es gibt Berechnungen, und übrigens auch aus dem Haus des Ministeriums, dass knapp 4 Millionen Haushalte diese DVB-T-Empfänger nutzen. Und das sind Kosten in dreistelliger Millionenhöhe, wenn man das ausrechnet. Also wenn die Menschen das tatsächlich begreifen, dann wird ihnen das auch um die Ohren fliegen. Wissen Sie, man sagt ja immer, Herr Dobrindt, verliebt sein macht blind. Wenn Sie sich jetzt vom Datentsunami trennen wollen, was ich Ihnen empfehlen würde, weil das ist ein nicht schöner Begriff, ein sehr negativer Begriff, dann können Sie wieder auf Brautschau gehen. Und ich rate Ihnen, schauen Sie doch mal nach dem Wort Förderprogramm. Das finde ich viel attraktiver. Und das fehlt bei Ihnen leider völlig. Vielen Dank. Ich erteile jetzt das Wort zu einer Zwischenintervention dem Kollegen Linkert.